Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ich bin David Wilkes, mit dabei ist mein böser Zwilling, Evil David Wilkes. Hallo. Ja, zwischen den letzten Episode und der jetzigen war ich mal so eine Stunde hier auf dem Server und habe schon so ein bisschen Ressourcen gefarmt und habe ein bisschen an der Base weitergebaut, hatte ein Level-Up. Und habe schon Holzfoundation und Holzwände gelernt. Und habe Ist gleich den. wieder gestorben. Nee, nicht ganz. Jedenfalls habe ich dann aufgehört, weil ich dachte, so, jetzt reicht's, den Rest will ich euch zeigen. Und jetzt wollten wir hier gerade anfangen. Und ja, wie ihr seht, ich bin nicht wirklich in der Nähe der Base. Ich musste neu spawnen komplett und hatte erst schon Angst, dass ich zurückgesetzt wurde komplett, aber ich bin noch Level 9, wie ihr hier seht. Ja, mal schauen. Wir treten jetzt den Rückweg an. Gucken wir mal, ob die Base überhaupt noch steht. Wenn wir Pech haben. Ob wir sie überhaupt finden. Und Ja. ansonsten fangen wir mit einer neuen an. Ja, also hier vorne, wo ich jetzt bin, ist eigentlich ein schönes Plateau. Da könnte man wunderbar. Aber das hilft uns ja alles nichts. Nee, das hilft uns alles nichts. So, was brauche ich denn noch? Wood habe ich genug. Flint, Fiber fehlt tatsächlich mal wieder. Wie immer. Sag mal, was ist denn sinnvoll von den Skills, sage ich mal, für Level Up? Gesundheit, Stamina. Also ich habe jetzt aktuell alles nur auf Gesundheit gehauen, damit man nicht bei dem ersten Biss sofort stirbt. Also ich bin jetzt bei 180 Gesundheit. Ich kann mir vorstellen, für später ist es halt sinnvoll, wahrscheinlich die Tragekraft zu erhöhen. Naja, ich meine, wenn man eine Basis hat, ist das vielleicht nicht so relevant. Also ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr auf Stamina. Stamina ist Das ist ja, auch so eine Sache, ja. kann man ja eigentlich nicht falsch machen, aber gut. Schauen wir mal ein paar Beeren rein. So wie es aussieht, bin ich ja mal wieder kurz vorm Hungertod. Oh. Okay. Speer wollte ich noch machen. So. Just in case. Ja, ich hatte auch schon einmal versucht, wieder zurück zur Base zu kommen, wurde aber von einem Raptor Level 9 gegessen. Und mal gucken, vielleicht finde ich ja noch die Tasche. Da war auf jeden Fall nämlich noch Fleisch drin. Dann könnte man gleich, wenn es die Base halt noch gibt, könnte man das dann gleich mal abbraten. Ich glaube, 9-mal oder 10-mal Fleisch hatte ich dabei. Mal gucken, ob der Raptor noch da ist. Also ich bin immer noch am falschen Ufer. Okay. Sind wir eigentlich noch im selben Tribe? Weil sehen kann ich dich nicht. Wahrscheinlich bin ich ziemlich weit weg. Ja, wir sind immer noch. Ja. Kann ich hier rüberschwimmen? Meinst du, ich kann hier rüberschwimmen? Das kommt drauf an, wo du bist. Relativ kurzes Stück. Ich versuch's einfach mal. Also wenn du an der Stelle hier vorne bist, wo ich immer rübergehe, da ist der Fluss so an einer Stelle so eng, da kannst du rüberlaufen, ohne dass du schwimmen musst. Außer du bist auf der anderen Seite, wo der Fluss ist, also da ganz hinten. Ja, da solltest du dir auch, glaube ich, das engste Stück aussuchen. Ja, Sonst also ich fressen bin einen auf immer. der anderen Seite. Jetzt muss ich nur noch sehen, ob ich es zurückschaffe. Ein Skorpion, ich glaube, die mag ich nicht. Oh, lala. So. Okay. Pulmino, was? Das war der Skorpion. Ja. Ja, Irgendwas fightet mit dem ich war wieder Triceratop. ganz rechts da.
Und ich schätze, da bin ich jetzt wieder, oder? Oder bin ich jetzt. Nee, bin ich jetzt näher dran wieder an unserer Basis? Was heißt denn bei dir ganz rechts? Bei dem letzten Stück, was auf der Karte ist. Bei dieser kleinen, wie heißt es, Landzunge oder so, die da ist. Karte, Karte, Karte. Was ist das denn? Das sieht Ja, das. aus wie ein Yeti oder sowas. Es gibt einen Yeti. Hatten wir den nicht schon gesehen? Ja, in einem Probespiel, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Den hatten wir sehr kurz im Probespiel gesehen. Ja. Ich möchte nur nach Hause. Ich will keinen Ärger, Jungs. Bleibt mal schön alle stehen, wo ihr seid. Ja, also im Prinzip ist unser Ziel immer noch möglichst bald. Nach Hause. Ja, und möglichst bald mal eine Schlafmöglichkeit zu machen, damit wir einen noch haben, wo wir respawnen können, ne? Ja. Und das Problem dabei war halt, ne? Ich glaube, Ja, heute ja. brauchen wir ja. Okay, gut, gut. Dann schauen wir mal, was ich hier. Über mir ist natürlich genau eine Gewitterwolke und es regnet bei mir die ganze Zeit. Wenn ich so nach links gucke, da scheint die Sonne. Ist das ein T-Rex? Ich sehe ein weißes Licht. Siehst du ein weißes Ich Licht? laufe auf das weiße Licht zu, bin mir aber nicht ganz im Klaren darüber, ob das gut ist oder nicht. Okay. Ah, das ist ein Skorpion. Nein, bitte nicht. Also zumindest warte, da ist noch ein weißes Licht. Okay, ich bin nicht ganz sicher, wo du bist, aber ich glaube. Warte, ich glaube, ich kann den Baum in der Nähe von unserem Baum sehen. Ich bin an dem Baum und den Extrem Baum bei weit uns. weg, extrem weit weg. Ich habe hier auch einen hübschen Baum und hier sind nur Dodos. Lass uns hierher ziehen. Ja. Ja, an der Stelle, wo unsere Base ist, ist nichts. Ist nichts. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist nicht mal mehr das Campfire. Okay. Alles weg. Dann würde ich sagen, neue Basis. Tja, dann sollten wir uns mal finden. Nach Möglichkeit. Ja, die Frage ist jetzt, bist du links oder rechts von mir? Da, wo die Dodos sind, wäre eigentlich da, wo ich vorhin gestartet bin. Also ich laufe mal Ich bin zum Strand. rechts. Hast du das Licht weggenommen? Nein. Nee. Also das Licht kann ich sehen, das ist aber anderes Ufer für mich. Ich gehe jetzt so auf ein Licht drauf zu und werde mal mir den Inhalt nehmen, wenn ich dann noch Tragekapazität habe. Ich werde mal die Steine hinschmeißen, die brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Bitte lass da Fleisch drin sein. Nö, aber Kisten, Fackeln. Okay, du hast gerade das Licht weggenommen, das heißt, Genau. ich weiß, wo du bist. Wenn du jetzt von dem Licht aus Richtung von der Insel guckst, Wo hast du habe eine ich denn jetzt die Insel? Steine hingeschmissen? Da. Wenn du von da aus Richtung Insel guckst, dann müsstest du wissen, wo ich bin. Okay, warte. Beziehungsweise, so, ich bin. Du kannst wahrscheinlich auch so einen großen Turm in meine Richtung sehen. Der ist dann nur halt landinnewärts und ich bin am Strand. Okay. Also ich gehe hier mal ans Wasser, wo der Baum ist, platziere mal das Campfire und koch mal das Fleisch ab. Okay. Da kannst du dir auch was von einstecken dann. Also kommst du jetzt nochmal hierher oder gehen wir zurück? Weil ich muss erst Fleisch braten. Mach das doch erstmal. Ich glaube, wir sollten erstmal so ein bisschen versuchen, alleine zu überleben. Ich denke, vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, hier hinzugehen, wo ich jetzt gerade bin. Weil es sieht wirklich ruhig aus. Ich bin hier von Dodos umgeben. Es ist ein hübscher Baum wieder da. Und ich glaube, es ist auch eine
Stelle, die man sich hoffentlich merken kann. Also ich gucke jetzt hier in die Bucht hinein, wo ich gerade rüber geschwommen bin und sehe dann auf einen Turm mit einem grünen Strahl. Grüner Strahl kann sein. Also die Bucht, wo du warst, da müsst du halt rumgehen und dann wärst du da, wo ich bin. Okay. Ich glaube, da ist ein Raptor zwischen uns irgendwo. Ich bleib hier bei den Dodos. Das ist nicht unbedingt die verkehrte Wahl. Ne? Versuch mal ein paar Ressourcen zu sammeln. Wie war das? Ich sollte das Dodo eigentlich nicht mit der Pickaxe zerstückeln, weil dann kriege ich kein Hide. Pickaxe ist, glaube ich, für Fleisch und die Axt ist, glaube ich, für Haut. Okay, dann sollte ich eine Axt machen. Was brauche ich dafür? Ich glaube, ein Flint. Das könnte gut sein. Okay, dann holen wir mal Flint. Und dann wahrscheinlich Holz. Ja, das ist ja merkwürdig, dass alles weg ist irgendwie. Gab es vielleicht einen Server-Wipe? Weil ich kann mich entsinnen, dass zwischendurch mal mehrere 500 oder 700 Megabyte-Patches von ARK gab. Ja, aber du meinst, unsere Charaktere sind da, aber der Server ist... ja. Na ja, dann ist... Also ich weiß nicht, ob das geht, ne? Ob das überhaupt so möglich ist. Ne? Aber ich denke mal, die Charakterinformationen... Ach, ich kann überhaupt keine Axt machen. Hast du gar nicht gelernt, ne? Hab ich gelernt. Okay, da bräuchte ich einen Punkt mehr. Das heißt, das bringt mir jetzt so überhaupt nichts. Was ist, wenn ich den einfach so per Faust schlage? Kriege ich dann vielleicht was raus? Schauen wir mal. Ja, da gibt's auch was für. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Bett gelootet. Okay, das ist optimal. Dann müssen wir nur... Tja, dann müssen wir das erstmal nicht lernen. Das ist ja schon mal ein großer Vorteil. Wendet sich jetzt alles zum Besseren. Achso. Damit wir das Gefühl von Sicherheit kriegen, bevor der T-Rex uns verschlingt. Ja. Ach so war das. Was brauche ich denn hier für? Achso, eine Haut. Danke. Hat sich erledigt. Du müsstest dann da sein, glaube ich. Da ist so eine, nochmal eine kleine Insel davor, ne? Wo du bist. Die... Das ist ein klitzekleines Ding, was aus dem Wasser steht. Ne? Ja. Ja. Also müsstest du im Osten für mich sein. Das auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, wie weit du deine Karte schon aufgedeckt hast, aber relativ weit Südosten ist nochmal so eine... So eine Bucht sieht aus wie, was weiß ich, eine schwangere Frau oder sowas. Ja. Da ganz am Ende war ich. Ah, okay. Oh, ich habe gesehen, auf der rechten Seite der Bucht, da führt so ein schöner Weg oben aufs Plateau. Da würde ich ganz gerne hingehen. Können wir ja im Endeffekt machen, aber also so weit rauswagen würde ich mich jetzt nicht wollen, weil da waren enorm viel von den kleinen Viechern und auch ein paar andere. Also, ja. Ich weiß nicht. Ich war hier jetzt schon eine ganze Weile am nicht viel machen und wurde noch nicht getötet. Das finde ich gerade sehr angenehm, ne? Angenehm. Sehr ungewohnt. Gut, noch zwei Fleisch, dann komme ich zu dir. Gut, ich habe alles eingesteckt. Speer raus, los geht's.
wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt auf dem Weg zu dir A sterbe und B es dann nicht zurückschaffe, meinen Sack holen. Ja, allerdings, ja, das Problem werden wir irgendwie in jeder Richtung ständig wieder haben. So, hab sogar wieder ein Stück Kleidung, einen Hut. Das ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber es schützt einen immerhin halbwegs vor der Sonne, nicht wahr? Ja, so ein bisschen, ne? Okay, ich werde schon mal nicht verfolgt, das ist gut. Ja, also irgendwo auf dem Weg, wenn du am Strand bist, wird irgendwo auf dem Weg ein Raptor sein. Oder halt so ein Raptorartiges Viech. Ich bin nicht ganz sicher, was es ist. Musst du mal schauen, dass du dich da nicht verletzt. Hast du inzwischen eine Waffe wieder? Ja, ich habe mir ein paar Speere gemacht. Ja, okay, das ist ja schon sehr viel besser, als was ich hier habe. Ich habe gerade so ein bisschen Muffensausen, aber es geht. Level up. Yay. Oi, 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 oi. Gut, ich gehe wieder auf Health. Und Punkte verteile ich später. Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir nach Hause kommen. I'm hot. Ja. Der Triceratops, der kann echt gut klettern. Ich will jetzt nicht gegen den Affenmenschen kämpfen. Muss ich das machen? Hemd oder Hose? Hemd oder Hose? Was mache ich? Hose. Okay. Könnte meinen, unsere Spiele werden interessanter und interessanter. Aha. Nein! Das war tatsächlich ein Piranha. Nein! Oh Gott. Gut, alles wieder beim Alten. Weißt du, wo du bist? Warte, das sag ich dir gleich. Wie ich mich kenne, bin ich jetzt links. Nee, ich bin tatsächlich rechts. Ich bin bei den Dodos. Du bist bei den Dodos? Dann bist du ja bei mir in der... Ja, ich seh dich. Da bist du! Da bist du! Ja! Schicker Hut. Okay. Dann bist du also da in die Richtung gestorben. Genau, ich bin da vorne gestorben. Wollen wir erstmal, du kannst ja Waffen machen. Genau, ich mach mal kurz Ausrüstung. Was brauchst du? Ich hab ja Sachen schon ein bisschen gesammelt. Ich brauch mal eine Pickaxe. Das heißt, ich brauch immer Holz, Thatch und Stein und Flint. Okay, Holz, Thatch. Dein Flint. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen. Also Thatch könntest du noch mehr haben. Aber, ach, ich geb dir einfach noch mehr. Sollte ja reichen. Ich werde erstmal noch. Brauchst du eine Pick? Dann mach ich zwei. Nee, Pick habe ich. Das Hatchet alles brauchst andere. Du, ne? Ich sammle jetzt erstmal Fiber und dann mache ich uns wieder Kleidung und dann können wir ja vielleicht ein bisschen minimal ausgerüstet deine Sachen wiederholen. Einfach mal her, du wirst von hinten gleich angegriffen. So, Drop Item. Da hast du zwei Speere. Okay. Da von hinten kommt nämlich was. Die sollen da mal ruhig fighten und wir nehmen uns den hier mal vor. Der spuckt bestimmt gleich. So. Oh, ich würde dir gerade noch Kleidung rausschmeißen. Okay. Da liegt noch Kleidung für dich. Sehr schön. Okay. Da liegt noch Kleidung. Wo ist da? Da. Zack. Zack. Und anziehen. Zack. Zack.
Konnte man das so machen? Ja, cool. Jetzt habe ich auch so einen Hut. Und der Triceratops hat den Raptor gekillt, ja? Finde ich sehr gut. Ich glaube. Okay, gut. Dann probieren wir das mit dem. Deine Sachen holen. Ach, das Viech da vorne ist eigentlich. Das ist ein super Reittier, aber. Okay, das ist nicht gefährlich. Aus der Ferne sah es mir auch nach dem Raptor aus. Eine Menge Dodos. Schildkröten. Keine Stamina mehr. Ja, ich glaube, das nächste Mal muss ich auch ein bisschen mal was in Stamina investieren. Mal einen Schluck trinken. Ja, so ist richtig. Erst reinkacken, dann draus trinken. So, hier durch die Felsen. Bisschen nach rechts gucken. Okay. Und hier konnte man eigentlich ganz gut rübergehen. Aber ich wurde gerade eben hier von den Piranhas weggenascht. Und ich sehe auch meinen Rucksack nicht. Wo wäre der? Vor mir. Im Prinzip auf der anderen Seite. Pass auf, Piranha. Oh, ich komme hier nicht weg. Oh. Okay, das sind sogar, glaube ich, drei oder so. Hast du einen getötet? Nee, aber ich trickse jetzt so ein bisschen. Er steckt fest? Genau. Ja, ich meine, das machen auch Angler auch, oder? Ich bringe Fische mit dem Speer aufpieksen, während sie im Wasser sind. Das ist doch nicht ungewöhnlich. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Okay, also deine Sachen liegen nicht hier? Ich sehe sie zumindest nicht. Ansonsten sind sie vielleicht so tief unter Wasser. Achso, du hast. Nee, bist du. Ich bin im Wasser gestorben. Bist du nicht zweimal gestorben? Nein. Okay, ich. Vielleicht bin ich mehrmals gestorben. Komm her, du blöder Piranha, dich hole ich mir jetzt. Dafür, dass du mich. Aua, aua. Ah, ich hab. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man die hinlegt. Na, sag mal. Okay, also theoretisch sollten wir unter Wasser gucken, ob da irgendwo noch deine Sachen sind. Aber dann haben wir noch. Ärger mit. Ich muss erstmal was essen. Ich verhungere schon wieder. Keine Ahnung. Pass auf, dass du nicht von hinten. Ja. Genau. Ja, okay. Achso, jetzt kann ich ja sehen, was hier drauf steht. 15 Minuten. Okay. Dann, ich hab mal alles genommen. Ja. Dann war das wohl mit deinen Sachen. Ja, aber haben wir 15 Minuten gefarmt? Eigentlich nicht, oder? Ja, nicht direkt gefarmt, aber mit dem Farmen und Zurückkommen. Wir haben insgesamt jetzt 30 Minuten, 40 Minuten oder sowas. Ja, naja, ich bin ja, als ich mich auf den Weg zu dir gemacht habe, bin ich hier gestorben. Bin bei dir gespawnt und wir sind wieder hierher gelaufen. Das waren noch keine 15 Minuten. Naja, ich meine, meinetwegen schaue ich noch um. Da müssen wir sonst halt nochmal hinrennen. Also ich bin jetzt wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Und ich würde jetzt, wenn wir die Sachen nicht finden, dafür argumentieren, dann trotzdem hier unser Lager aufzuschlagen. Ja, ich guck jetzt auch nicht weiter. Take all. Oh, I'm crumbled. Oh, ich habe meine Sachen gefunden. Du hast meine Sachen eingesammelt, oder? Oder ich habe gerade meine Leiche gefunden oder sowas.
Okay. Das kann weg. Das cancel. Drop Item. Bist du sicher, dass das nicht nur meine Sache war? Ich habe die Kisten gefunden, ich habe das Bett gefunden, ich habe 15 mal Fleisch in der Tasche, das passt. Okay, dann. Gut. Ich kann mich aber nicht bewegen. Das ist gerade so. Das weg, Stone Pick weg. Achso, es ist zu schwer. Ich habe jetzt so viele Sachen drin. Dann schmeißt doch alle Steine erstmal raus. Mhm, hab ich schon. Okay. Ich bin immer noch bei 140 drüber. Drop Item. Ich kann laufen. Okay. Bitte esst mich nicht, bitte esst mich nicht. Ich bin auf unserer Seite. Ich komme wieder zu dir gelaufen. I'm dehydrating. Sehr witzig. Und was essen muss er schon wieder? So, viermal Fleisch sollte reichen, könnte reichen. Das sieht gut aus. Ja. Ich fand die Stelle ja hier interessant, wo es so in den Wald reingeht. Ja, wie gesagt, den hier noch töten oder nicht? Was, wo? Nee. Ach, den da. Da er bestimmt gleich schon auf uns losgeht. Ja, noch hat er uns nicht gesehen. Noch kannst du die. Na, dann gehen wir erstmal vorbei. Dann gehen wir weiter. Hier. Ja, wir können natürlich auch versuchen, da drüben auf die Insel zu schwimmen und da eine Base zu bauen. Das versuchen wir, nachdem wir die erste Base haben. Wir können ja nachher auch ein Boot bauen, dann können wir da rüberfahren. Was habe ich denn jetzt für ein Symbol? Ich habe so ein komisches Hand... Achso, das heißt, ich kann nichts aufheben, weil ich eine Waffe habe? Genau, du hast nicht das richtige Werkzeug, um den Baum abzubauen. Okay. Ja, also ich würde sagen, ich finde es ganz sinnvoll, hier so halt neben dem Felsen irgendwie. Hier so? Ich glaube so im Bereich, der jetzt komplett dunkel ist. Also doch da drinnen, ja, okay. Also irgendwo hier? So am Rand vom Felsen, am Rand vom Wald, so in dem Gebiet, ja. Jo, hier ist doch ganz nett, unter dem schönen Baum wieder. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier an dieser Stelle unsere neue Base bauen. Ja, außer wenn wir aus Versehen eine Folge löschen, dann. Ja, dann sehen wir uns da dann zum ersten Mal. Gut, na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.